Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, heute haben wir zum zweiten Mal Herrn Manfred Mattes zu Gast. Herr Mattes, stellen Sie sich bitte kurz vor. Mein Name ist Manfred Mattes, ich bin Sprecher des AfD-Kreisverbandes Kassel-Stadt, Mitglied im Hessischen Landesvorstand und hessisches Mitglied im Bundeskonvent. Vorher war ich Mitglied in der CDU. Eigentlich war ich schon 1997 Mitglied in der AfD, nur dass es sie damals noch nicht gab. Ich habe 1997 eine Bürgerinitiative gegen die Einführung des Euro gegründet. Wir müssen endlich was machen. Wir müssen handeln. Herr Mattes, in unserem letzten Interview haben wir einige Themen zur Sprache gebracht, die Ihnen im Nachhinein wohl nicht so recht gefielen. Nach unseren Informationen wurden Sie von einigen Ihrer Parteimitglieder auf das Interview und dessen Inhalt angesprochen. Einige Mitglieder waren über einige Tatsachen, die in dem Interview zur Sprache kamen, überrascht. Es gab auch Mitglieder der AfD, die sich darüber gewundert haben, dass sie zum Beispiel keine juristischen Schritte eingeleitet haben. Wie Sie mit Sicherheit wissen, kann man zum Beispiel nur eine Klage einreichen, wenn jemand über ein Lügen verbreitet. Eine Klage machte für mich somit keinen Sinn. Herr Mattes, wie sind Sie denn letztendlich mit dem Interview umgegangen? Wie gehen Sie überhaupt mit Kritik um? Wie gehen Sie mit Kritikern um? Wie Sie wissen, war ich damals Sprecher des Kreisvorstandes der AfD Kassel-Stadt und außerdem war ich damals für den Stammtisch der AfD verantwortlich. In dieser Funktion habe ich das Recht, den in meinen Augen für das Interview Verantwortlichen bei meinen Stammtischen ein Hausverbot zu erteilen und dieses Recht habe ich wahrgenommen. Wenn Mitglieder Ihres Vereins mich kritisieren, hat das eben Konsequenzen. Herr Mattes, unsere Mitglieder sind auf den Veranstaltungen, die Sie privat oder auch als Mitglied des Vereins besuchen, immer friedlich und haben auch bis jetzt nie gestört. Haben Sie bei Ihren Veranstaltungen andere Erfahrungen gemacht? Ob Ihre Mitglieder stören oder nicht, spielt keine Rolle. Sie bzw. Mitglieder Ihres Vereins haben mich kritisiert und das muss mir nicht gefallen lassen. Schließlich war damals Sprecher des Kreisvorstandes der AfD Kassel-Stadt. Da drängt sich mir die Frage auf, wie stehen Sie eigentlich zur Pressefreiheit oder wie ist Ihre Einstellung zur Meinungsfreiheit? Natürlich stehe ich zur Einhaltung der Pressefreiheit, schließlich ist diese im Grundgesetz Artikel 5 als wichtiges Grundrecht verankert. Herr Mattes, wie erklären Sie dann, dass wir auf allen Veranstaltungen der AfD Kassel-Stadt ein Verbot haben für Video- und Audioaufnahmen? Das ist ganz einfach, ich entscheide, wer zur Presse gehört und da Sie meiner Feststellung nach nicht zur Presse gehören, können Sie sich nicht auf das Grundgesetz Artikel 5 berufen. Herr Mattes, hier muss ich Ihnen widersprechen, wir haben bei YouTube über 150 Videos online und für die Sendungen im offenen Kanal über 50 Videos produziert, all diese Videos haben wir natürlich selber produziert. Herr Mattes, Sie wollen uns allen Ernstes das Grundrecht der Pressefreiheit nehmen, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist sehr wohl mein Ernst, denn ich hier entscheide, wer zur Presse gehört und wer nicht und Sie zählen nicht zur Presse. Ach so. Im Übrigen hat Herr Kohlweg das Hausverbot für die AfD Kassel-Land übernommen, denn auch hier gilt das Verbot für Video- und Audioaufnahmen. Das ist uns bekannt, jedoch wird hier zumindest mit dem Hausverbot etwas anders umgegangen, dann mal gibt es ein Hausverbot, mal wiederum nicht. Die Pressefreiheit wird hier jedoch genauso eingeschränkt wie bei Ihnen. Weder Herr Florian Kohlweg noch ich schränken die Freiheit der Presse ein. Sie und Ihr Verein gehören nicht zur Presse, das haben wir so beschlossen. Übrigens auch Herr Thomas Schenk, Herr Michael Werl und Herr Thomas Martiner sind hier mit mir einer Meinung. Wir wollen auch nicht den Artikel 5 des Grundgesetzes abschaffen. Dazu fällt mir nur ein Zitat Erich ein, dieser sagte damals, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nach unseren Informationen haben Sie und Herr Kohlweg in Ihren eigenen Verbänden sogar entsprechende Beschlüsse im Vorstand zu den verschiedenen Hausverboten und der Einschränkung der Pressefreiheit gefasst, was können Sie uns dazu sagen? Unsere Vorstandsbeschlüsse sind geheim, dazu sage ich nichts. Wurden denn die Betroffenen über die Hausverbote informiert und warum ihnen ein Hausverbot erteilt wurde? Als Mitglied des Vorstandes entscheide ich, wen ich informiere und wen nicht. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, warum und wie ich meine Entscheidungen im Vorstand treffe. Also nein, das hört sich ganz klar nach Willkür an.
Mit anderen Worten, offensichtlich sind Sie bzw. auch Herr Schenk als jeweils verantwortliche Sprecher für willkürliche Beschlüsse des Vorstandes verantwortlich, gegen die sich die Betroffenen nicht wehren können. Ein solches Verhalten hat in unserem Rechtsstaat nichts zu suchen. Als Rechtsanwalt sollten Sie das wissen. Es gehört doch eigentlich zu einem fairen und gerechten Umgang miteinander, dass der Vorstand einer Partei Bürger bzw. auch interessierte Bürger informiert, sobald ein Beschluss gefasst wird, der in das Privatleben dieser Bürger eingreift. Nach unseren Informationen würden Sie sogar Parteimitgliedern, von denen Sie kritisiert werden, gegebenenfalls Hausverbote erteilen. Als Sie noch Sprecher AfD Kassel Stadt waren, haben Sie ein heute gültiges Hausverbot gegen mindestens ein Mitglied Ihrer Partei in Kassel verhängt. Thomas Schenk hat das Hausverbot von Ihnen übernommen und hält dieses aufrecht. Was hat dieses Mitglied denn verbrochen, damit dieses Hausverbot ausgesprochen wurde? Ich bin Ihnen hierüber keine Rechenschaft schuldig, wenn ich jemanden ein Hausverbot erteilen will, dann mache ich das einfach. Das erklärt zumindest, warum im Zusammenhang mit Ihrem Namen schon mal der Begriff Cäsarenwahn gefallen ist. Schließlich nutzen Sie Ihre aktuell verfügbare Macht aus, um mit Kritikern, egal ob diese innerparteilich oder außerparteilich sind, umzugehen. Ich verbitte mir diese Unterstellung, das nehmen Sie sofort zurück, sonst kriegen Sie richtig Ärger mit mir. Herr Mattes, als Nachrücker hätten Sie Stadtverordneter in Kassel werden können, allerdings haben Sie auf dieses Mandat verzichtet. Warum? Haben Sie wegen dem Geld verzichtet? Uns allen, auch Ihnen, ist bekannt, dass man als Stadtverordneter nur ein paar hundert Euro bekommt und auch keine Altersversorgung hat. Als Landtagsabgeordneter bekämen Sie fast 8.000 Euro und als Fraktionsvorsitzender nochmal fast 4.000 Euro zusätzlich. Hierzu kommen noch weitere Zulagen. Außerdem wäre dann Ihre Altersversorgung weitestgehend gesichert. Das stimmt, im Landtag gibt es mehr Geld. Warum ich das Mandat nicht angenommen habe, geht Sie eigentlich aber nichts an. Uns ist aufgefallen, dass Herr Thomas Schenk sich im letzten Wahlkampf im Vergleich zu Ihnen mehr engagiert hat. Er ist zum Beispiel mit einem Werbeplakat rumgefahren und hat auch beim Plakatieren geholfen. Das stimmt, glauben Sie aber nicht, dass er das kostenlos gemacht hat. Er hat der Partei eine ordentliche Rechnung präsentiert, somit auch ganz gut verdient. Wir wissen sehr wohl, dass sich Herr Thomas Schenk für seine Arbeit sehr gut bezahlen lässt. Wir kennen schließlich seine von der ein oder anderen Liquidation geprägten Unternehmensgeschichte. Herr Mattes, besten Dank für das informative Gespräch, wir werden noch weiter recherchieren.